Ja, servus und willkommen zur Gruppentherapie. Ich bin euer Therapeut, Mac Gurago, und diese Therapie hier ist kostenlos. Wir sind hier bei Let's Play Far Cry, Far Cry 4. Und man sieht, es ist schon wieder eine Menge Action los. So, bevor wir hier loslegen, werfen wir mal einen Blick auf die Map, auf die To-Do-Liste sozusagen. Was stellen wir denn heute an? Okay, wir haben diese ganzen Bereiche unten ein bisschen befreit. Wir können uns jetzt endlich mal um diese lustige, schicke Mission hier kümmern. Diese Transportmission, bin ich auch mal gespannt, wo das hinführt, weil die tun doch schon ziemlich geheimnisvoll. Wir müssen diese Richtung. Naja. Dann frohes Wandern, würde ich sagen. Mal gucken, vielleicht finden wir ja doch noch einer, der uns mitnimmt. Obwohl, ist ja nicht so weit, 300 Meter. Das sollten wir auch so hinkriegen. Da vorne steht das richtige Fahrzeug. Ein Tuk-Tuk. Wir nehmen jetzt das Tuk-Tuk und werden einfach mal hinterher geholfen. Außerdem in einer schönen roten Lackierung. Naja, es hätte auch geputzt sein können hier. Außerdem böse Katzen hinter uns. Das glaube ich gerade nicht, weil wir haben seinen Tempel gesperrt. Oh. So, hier geht es weiter hoch. Da oben dürfte ja eigentlich nichts mehr los sein. Wir haben ja alles hier ein bisschen gecleant hier. Ne? Und da sollte Ruhe halten. Handbremse gezogen, hier mit Monaco. So. Ah, da haben wir ein Fahrzeug. Okay. So. Ja, Hilfe kommt schon. Nee. Okay. Da ist irgendwo ein Tiger unterwegs. Hallo, Miezekätzchen. So, leg dich hin. Alles supi, Opi. Und das reimt sich, und was sich reimt, ist gut. Ja, auch für dich auch mal alles super. Oh, hier gibt es noch ein Kästle. Habe ich schon fast übersehen hier. Finden wir das auf die Schnelle noch? Oder das ist einfach irgendwo der Scheiß oben. Naja, so wichtig ist das jetzt auch nicht. Schön, dass ihr hier rumliegt. Wunder, dass sie noch rumliegen, weil ich habe den Spielstand gerade neu geladen, als solches. Oder der Mietekätze hat mit denen vorher gespielt. Was hat er dabei? Nix. So. Ah, hier drüben ist eine schicke Mission jetzt hier. Ah, hier, digitales Haustier. Ein Tamagotchi. Wir haben. Ich weiß gar nicht, wie viele Tamagotchis wir haben. So, okay. Fährt hier irgendwas lang? Was es wert ist, über den Haufen geballert zu werden? Ne. An unsere eigenen Leute. So. Nachschub für den goldenen Fahrt. Hey, schön von dir zu hören. Unsere Transporter sind nicht erschienen. Wir fürchten das Schlimmste. Jemand muss die Lieferung zu Ende bringen. Schiefgelaufen? Ich dachte, das sagen nur Amerikaner. Medizin okay. Für die Minenarbeiter. Wir haben jemanden, der uns hilft, sie zu verteilen. Ich sende dir seinen letzten Aufenthaltsort. Verlass dich auf mich. Auf geht's hier. Flug diese Richtung. Sollte nicht zu hoch. Knapp über den Baumgipfeln reicht aus. Gleich noch ein Stückchen tiefer. Okay, da ist sogar ein Fluggerät schon. Mal gucken, wo wir den dicke Lande kriegen hier. So, raus hier. Fluggerät geparkt. Aua. Weil ein Fluggerät stand ja hier schon rum. Ja, hätte ich gewusst, dass du da bist. Okay. Ist er der Einzige, der hier rumgeistert? Wir schauen uns mal hier drin um. Ja, aufräumen jetzt auch oben, mein Gönnier. Okay, was haben wir hier? Kohle eingesackt. Hier sieht es nicht danach aus. So, hier haben wir noch eine Hintertür. Ah, ne, die ist zu. Das Reis hier irgendwo hier oben. Könnten auch noch mehr böse Jungs sein. Böse Miezekatze von hinten. Ihr hört schon piepen. Und ich vermute. Ah, da ist es. Boah, die schon wieder hier. So, auch erledigt. Hab den ersten Beutel. Jo. Dann gibt es noch zwei, aber es sind überall Wachen. Sei bloß vorsichtig.
Genau, dafür nehmen wir erst einen anderen Kopter, weil den anderen kennen Sie schon. 676 Meter. Oder aufsteigen hier. Und weiter geht's in diese Richtung. Ist ja nicht so weiter wild, nur mal einen Blick auf die Tastatur werfen, damit ihr noch weiß, was ich anstelle. Oh, eine hübsche Gegend hier. Dann gehen wir mal hier runter in den Canyon hier. Okay, da sind auch ein paar unterwegs. Runter in den Fluss hier. Vorsicht, Seil gespannt. So ein Seil gespannt ist ja ganz gefährlich für Fluggeräte. Weil daran verrecken die meisten. Bleibst du einfach hängen, ist Matsch. Ohoho, ah, da seid ihr Jungs. Ihr seid aber zu langsam. Oh, hier auch alles super. Ah, hier steht sogar eine Hoverkraft rum. So, schön gelandet, raus aus der Hütte. So, jedes Mal verletzen wir uns jetzt hier. Da sollten wir uns auf alle Fälle mal eine Heilung gönnen, würde ich sagen. Wäre nicht verkehrt. Und wir wissen ja, wo wir hin müssen. Wahrscheinlich hier runter. Nur so eine Vermutung. Mal gucken, was hier unten zu finden ist. Erstmal noch keine Wachen. Um. Halt mal dicht an der Wand. Doch alles super hier. Bleib mal das Kleingeld hier einsammeln. Von wegen sind wir groß wachen. Aber das Problem, was ist? Ich höre es noch nicht piepen. Noch nicht piepen heißt, wir haben es noch nicht gefunden. Oder doch dann hier unten drin? Nee, zum Glück nicht, weil es ist nicht mehr im blauen Kreis. Wenn es nicht im blauen Kreis ist, sind wir hier falsch. Okay. Wechseln wir auf ein größeres Kaliber hier. Oder genau auf das hier wechseln. Genau, hier oben gleich. Das heißt, nämlich da oben könnte es sein. Ah, da hört man piepen und man sieht es doch schon da drüben. Okay. Also schwingen wir ein bisschen mehr hier. Ein bisschen mehr schwingen und dann gekonnt hier abspringen. Und diesmal ohne Schaden. Dann auch super. Ich habe den zweiten Beutel. Prima, noch einer. Beeil dich bitte. Ja, ich beeile mich doch schon. Als erstes beeile mich, dass ich hier runterkomme. Gleich nur noch ein weiterer Toter. So, Jungs, seid ihr fertig mit diskutieren hier? Jo, die haben ausdiskutiert. Können wir noch kurz nachladen hier? Oh, die kommen nicht der nächste an. Ja. Jungs, ihr seid ein bisschen spät dran. Das brauchen sie auch nicht mal anhalten, nachdem ich die Sache geklärt habe. Also, Arbeitsmoral ist das hier. Okay, wir schnappen uns das Ding hier und dann geht's weiter zum letzten. Und zwar da drüben irgendwo. Auch ein lustiger Postner mit Bötchen und so. Wir gehen aber mal subtil hervor hier runter. Wenn wir die gleich wieder alle aufstecken werden. Und man hat schon gesehen, da war schon die Alarmanzeige. Das heißt, hier waren die Jungs schon etwas nervös. Okay. Okay. Okay, der ist nicht so amused. Ja, wenn man da sowas hier. Haltet eure Position!
Jo, der hält auch mal seine Position jetzt hier. Ja! Aua. Position halten ist supi. Warum die denn? Die gehen davon aus, dass es mehrere sind, oder was? So. Irgendwo haben wir noch ein Plakat. Ist das das Plakat jetzt? Ne, das kann die Plakat sein. Bevor ich aber die Ding mitnehme, suche ich einmal das Plakat. Einer von der Innenseite. Alles klar. Mitten in der Ganze. Haben wir hier was einsammeln? Nicht zum Einsammeln. Wo piept das Ding nun? Da sind die Bücher. Ah, da hinten. In der Ecke. Sehr ungünstig versteckt. Okay, jetzt habe ich alle. Gute so. Arbeit. Bitte mach schnell und bring sie zu diesen Koordinaten. Ja, ich mache ja schon schnell und zwar schnell zu meinem Fahrzeug. Was zum Glück auch noch hier rumsteht. Koordinaten sind ja nicht so weit. Also wäre jetzt ein Händler gewesen, aber für den haben wir jetzt leider keine Zeit, für den Händler. Lullala, Ach und Baum. Bisschen höher fliegen wir. Dann haben wir mal eine Hütte. Ist da irgendwas Spannendes los, irgendwas Rotes? Nein, nichts Rotes. So, auch hier ein Stückchen höher gehen wir. Ja, das ist irgendwo hier unten. Wir steigen mal ab. Oh. Das wäre ja fast wieder gewesen hier. Der fast verreckt vom Hubschrauber. Aber das Ding lässt sich dann in der Panik wahnsinnig schlecht navigieren. Ich bin's. Ich hab deine Pakete. Was hat dich so erschreckt? Wir stehen in deiner Schuld, AJ. Danke, dass du sie für uns gefunden hast. Okay. Merkwürdig ist er trotzdem. So, wo ist unser Fahrzeug? Unser Fluggerät hier? Naja, guck mal, da irgendwo hin stoßen können ja. Na, stoßen wir dann mal weiter hier. Müssen wir bloß umstoßen, das wäre super. Alles klar. Umgestoßen haben wir auch. Haben wir eigentlich unseren Schweißbrenner hier irgendwo? Den hat man doch auch irgendwo hier. Ne, da haben wir jetzt. Vergiss Schweißbrenner. Ah doch. Reparieren wir mal kurz hier mal ein bisschen. Alles klar. So, was stellen wir jetzt an? Jetzt haben wir ja die Mission erledigt hier. Ich würde sagen, wir können uns hier unten noch das Plakat schnappen. Das wäre ganz witzig, denke ich mal, wenn wir das noch mitnehmen und dann ist da noch ein Plakat und auch ein Händler. Da sollte man die Richtung dann weitermachen. Und dann können wir mal gucken, dass wir uns dann wieder um die Hauptquest kümmern. Auf das Ganze hier. Oh, so ein bisschen hier. War jetzt nicht so ein Riesenzug jetzt hier. Da schon mal einen Sinkflug gehen, ja. Oh, oh, oh. Ich werde mit auf dem Hof landen. Auf dem Hof will ich ja landen. Und zwar dann mittig. So, jetzt hier langsam drehen und runter. Wir sind ungelandet, diesmal ohne überhin zu bleiben. So, einmal Plakat nehmen hier, Plakat abreißen. Jetzt haben wir schon 93. So, Köpfe runter, das ist schön. So. Papa, jetzt haben wir ja auch gelernt, hier drüben ist ja noch ein Plakat. Das fliegen wir als nächstes an. Das heißt, einmal nach oben, hier wird das Ganze. Oh, wenn wir hoch genug sind, dann nachher drehen hier. Und diese Richtung. Auch noch ein Stückchen höher, weil Bäume niedrig. Auch doof. Weil Baumcrash und so, wo haben wir gelernt, ist eine doofe Sache. Interessant ist, dass hier oben uns keine Adler angreifen. Okay, ah, da ist es. Das heißt, wir machen uns mal die Mühe und landen hier. Aussteigen, fertig. Da ist gleich die Hütte, wo wir dann bitte einkaufen gehen können. Aber als erstes Plakat entfernen. Und zwar dieses hier. Wir die Goldmine kontrollieren, können wir noch 10 Jahre. Du willst mich ja verarschen. Vielleicht 20. Du willst mich ja echt verarschen, aber das Dingsplakat hier nebenfern kriegen, ja. Auch erledigt. Da!
Nee, der Angriff nicht. Das ist der Pyroman, wenn ich hier. Eins auch bis zur nächsten Belohnung. Wir gehen mal hier rein, mal gucken, brennende Hütte, stört. Wir müssen sie stoppen. Ja, müssen wir das. Aber erstmal muss ich hier ein bisschen was verkaufen. So, auch verkauft und Munition auffüllen. Und dann explizit Munition kaufen. Und zwar brauchen wir hier für Pfeil und Bogen. Wie schaut es denn hier aus? Da können wir ein bisschen was kaufen hier. Weil das so sonst mit der Kohle werden. Okay, wir haben genug, sagt er. Wenn er das sagt, dann stimmt das auch. Dann brauchen wir nicht noch mehr kaufen. Sonst haben wir alles voll. So. Mal gucken, mit was willst du denn hier? Die Royal Ambulance verlassen Aufposten, um von dort aus heimlich Waffen zu kürzen. Wir müssen sie stoppen. Kürzlich wurde ein Konvoi des Golden Preis angegriffen und hat in nur knapp zur Zeit überlebt. Der Kommandant mit dem Präzisionsgewehr so heim. So viele sind bei diesen Überraschungsangriffen gestorben. Klar. Präzisionsgewehr, damit kennen wir uns aus. Das können wir schnell mal mitmachen. So, was haben wir denn hier? Hier vier, haben wir 10er. Irgendwo noch ein bisschen was draufgeben. Hier, ich markiere dir die Stelle, wo der Hinterhalt stattfinden soll. Warte, gib mir eine Minute, um mich zu verabschieden. Ich komme mit dir. Nee, du kommst nicht mit. Ist mir zu stressig. So, auf die Map gucken. Wo müssen wir denn hin? Ah, da müssen wir hin. Alles klar. Da ist das Ziel. Das Tolle ist ja, wir brauchen ja keine Ausrüstung mitnehmen. Weil Ausrüstung haben wir genug. Ich weiß gar nicht mehr, ob bei den Dingen der Sprit ausgeht. Das werden wir heute nicht mehr rausfinden, weil nämlich unsere Zeit ist nämlich rum. Denn das war's nämlich jetzt mit Let's Play Far Cry, Far Cry 4. Wir haben wieder mal eine Mission abgeschlossen, mein paar Plakate abgerissen. Das ist doch super. Denn das war's nämlich jetzt heute. Ich bin MacGurago und sag Servus und Ade.